MCB. Yeah, MCB aus Stuttgart. Jugendhaus Mitte, Stuttgart Mitte. MCB, der MCB. Ja, Leute, also ich werde jetzt zum Spaß eine Kollega-Parodie machen. Und zwar wird euch Kollege aus dem Internet vorlesen, den Text von Dynamite Deluxe mit Sammy Deluxe aus dem Jahr 2000. Grüne Brille. Yeah. Ey, es ist Kollege der Boss, meine Freunde, Kid. Willkommen im Almsbusch Basement, dem Typ, an dem mehr Weed verbrannt wird als irgendwo sonst auf dieser Welt. Yo, 1-2, 1-2, Mikrofon check. Hier kommt der Typ, der meist viel zu stoned rappt. Ihr habt ihn am Weed-Geruch schon von weitem erkannt. Heute für euch live und direkt mit dem Mic in der Hand. Samson Millie, yo, what a dilly, yo. Ja, ich kiffe immer noch, seitdem Mama das erste Mal Weed aus meinem Zimmer roch. Meine Lunge sieht vom ganzen Rauch schon aus wie eine Rosine. Und durch die Nonstop-Routine die Augen rot wie Rubine. Aber ey, 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 an sich ist alles okay. Hauptsache ich hab Buddha da und noch ein Paper zum Drehen. Ich belauschte gerade Leute aus der Szene, hörte sie, wie sie flüstern. Der Typ redet so oft von Mui, der könnte sie sich gleich Spliffstar nennen. Doch es hat nichts zu tun mit Imagepflege oder Gruppenzwang. Nur wenn ich nichts zu rauchen habe, fängt es bei mir überall zu zucken an, zu jucken an. Meine Augen sind so rot, um mit der Industrie zu liebäugeln, denn das Füllen der Seiten fordert mich das Leeren von Weedbeuteln. Mit der Kreativität ist es auf und ab wie Kniebeugen und Highsan rettet mich über die Tiefs beim Poesie-Schreiben. Ich kann nicht mehr clean bleiben, wie es schafft, schön für euch. Ich denke den ganzen Tag nur das grüne Zeug.